Wir sind hier vor unserem super mega Screen, wo all die Tweets reinkommen, auch durch die Sendung durch. Und da haben wir euch natürlich auch immer aufgerufen, schickt uns Fragen schicken für unsere Talents. Und da stehen wir mit dem Team Mark, mit der Sarah und mit der Simone. Und die Fragen gehen direkt an euch weiter von unseren Userinnen und User. Der Oli würde gerne wissen, mit wem ihr am liebsten würdet ein Duett singen, Simone. Keine Ahnung. Ich kann dir das nicht beantworten. Ich habe mir das noch nie überlegt. Wenn jetzt du zu Hause am Einschlafen bist und irgendwie langsam kommen die Träume und dann kommt dir jemand in den Sinn, wo du denkst, ach, mit dem wäre jetzt schön mal zu singen oder mit irgendeinem Star, den du schon die ganze Zeit verehrst. Da fehlen mir die Worte. Simone, es ist kein Problem. Das heisst, du bist offen für alles. Oder? Ja. Mehr oder weniger. Also, wir geben dir die nächste Frage über. Vielleicht weiss es sagen, komm, es ist heiß bei uns. Komm, Simone. Du kannst dir vielleicht noch ein bisschen überlegen. Vielleicht schon die zweite Frage kannst du schon mal lesen. Das wäre die zweite Frage. Sarah, mit wem würdest du gerne ein Duett singen? Christina Aguilera. I mean, I'm a big fan of Christina Aguilera, so I would love to sing with her. Und ich muss an dieser Stelle irgendwie sagen, dass Christina Aguilera eigentlich sich glücklich schätzen kann, dass Sarah mit ihr gerne würde singen, weil ich finde dich eigentlich fast noch besser als Christina Aguilera. Wirklich? Du gern. Aber es ist tatsächlich so, ist vielleicht eine Geschmackssache, aber mir gefällt es definitiv genauso gut, wenn eben nicht besser. Wir kommen zu der zweiten Frage. Simone, hast du sie schon wieder vergessen? Also, ich tue sie vorlesen, dass wir sie alle mitbekommen. Und zwar will Ursula wissen, welches Lieblingslied würdet ihr gerne mal singen auf der Bühne? Hast du irgendeinen Wunsch? Nein, ich habe ehrlich gesagt auch keinen Wunsch. Es muss einfach stimmen und passen. Und ich muss einen cool finden, den Song, oder schön finden und mich können darin einfühlen. Das ist einfach die Voraussetzung. Gibt es irgendein Lieblingslied, das du hast? Oder hast du da ein breites Repertoire auf deinem iPod? Ja, ich habe ein breites Repertoire, wie man so sagt. Sarah, wie ist es bei dir? Hast du irgendeinen Lieblingssong, den du gerne mal performen würdest? Yes, but I'm not sure I can tell it, because if I go to the final, I can sing it. And it's a song from, you can imagine, Christina Aguilera. Alles klar, dann dürfen wir in dem Fall noch nicht zu viel verraten, weil ja, wenn es so weit würde sein, dann würden wir in Genuss kommen von diesem Song. Und ja, da kann ich natürlich jetzt nicht sagen, wir hoffen es, weil dann würde ich mich da auf irgendeine Seite schmeißen und das mache ich natürlich nicht. Wir drücken immer noch euch beiden Daumen, genau wie eure Fans in unserer Online-Community. Wenn ihr weiterhin Fragen habt, schickt uns die, weil wir werden uns wieder hier treffen, bei diesem Tischli vor dem riesen Screen, wo das Käse hat, werden abmontieren und er wird noch da sein und wir werden euch die Antworten holen dazu. Bis dann.